Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zum kleinen spontanen Livestream hier auf Twitch. Wie immer, MGTV läuft und ist an. Zwei Sachen habe ich heute zu tun. Erstens, ich möchte The Fiend freischalten. Das heißt, wir spielen jetzt quasi das DLC von WWE 2K20. Die andere Sache ist, ich möchte meine Qualität testen. Denn ich habe in den letzten zwei Streams Call of Duty gespielt und ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt und die ist natürlich super gut, aber nicht perfekt. Und das, so solltet ihr Bescheid wissen, ist nicht mein Anspruch. Deswegen habe ich ja meinen Stream-Einstellungen nochmal ein bisschen rumgefummelt und ich möchte perfekte Qualität für euch liefern. Es ist jetzt nur noch eine Einstellungsfrage. Deswegen muss ich da noch ein bisschen gucken, ob das denn jetzt so funktioniert. Zum Beispiel habe ich eine Bitrate sonst immer von 7500 rausgeballert, obwohl Twitch bloß 6000 davon verarbeitet. Das heißt, 1500 Bits, die sich auf meinem Bildschirm bewegen, wurden quasi sowieso nicht verarbeitet oder ausgestrahlt in dem Sinne. Von daher, das ist sowieso komplett dumm. Perfekte Qualität, dass man jede Falte sieht, Kappa. Genau so sieht's aus. Deswegen gucke ich da gerade mal, wie es denn am besten läuft, damit ich wirklich richtig, richtig gute Qualität für euch liefern kann. Weil es bringt ja nichts, wenn ich hier Millionen ausgebe für einfach ein übelst krasses Technik-Design-Studio-Gedöns und dann bei euch einfach nur Taschenrechner-Qualität rauskommt. Ne? Ich bin gerade noch im Bus nach Hause. Trotzdem, dein Stream darf nicht verspätet werden. Okay. Ist ja eh nur ein spontaner Stream. Ja, deswegen alles kein Problem. Alles cool. Easy peasy. Aber ich hau mal raus. So, was ist denn hier los? Hoch. Ja, kann man mal machen. Ich muss nämlich eh für Donnerstag The Fiend freischalten. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt nochmal schnell zu machen. Das heißt, wir spielen heute schön das DLC. Wo kommt denn die Mucke her jetzt? Wo kommt die Musik her? Kommt die aus dem Spiel? Ich habe doch im Spiel die ganze Musik ausgeschaltet. Jukebox. Tatsache, die ganze Musik ist wieder an. Dankeschön, 2K. Danke fürs Anmachen der ganzen Musik, die ich gar nicht anhaben wollte. Also, jetzt kommen wir wieder. Nicht mal in Ruhe baden kann man, Lilly. Kannst doch mit mir zusammen baden. Obwohl ich auch eigentlich mal Bock hätte zu baden. Hätte man ja jetzt machen können. Aber, ja, hätte. Fahrradkette. So, 2K-Zentrale. Wir springen mal rein. Four Horsewomen Showcase. Juckt keinen Schwanz. Brauchen wir nicht spielen. Die zentralen 2K-Türme kann man sich mal angucken. Aber weiß nicht, ob es das sein muss. Aber 2K Originals. Also eigentlich, das ist hier schon eigentlich der erste Bug wieder in dem Ganzen. Nicht verlassen, nicht gespeicherte Erinnerungen gehen verloren. Von was denn? Vom Hauptmenü? Vom Hauptmenü oder was? Also, ja. So viel dazu. Okay, also, Poltern in der Nacht. Übermorgen ist Halloween. Deswegen seid ihr natürlich da alle schon heiß drauf. Aber wir spielen jetzt erstmal den DLC durch und dann ist alles gut. T-Shirt finde ich lustig. Von Big E.
Aber ich finde schon wieder, dass mein Bild ein bisschen so einen Schleier drauf hat. So ist es besser. Doppelsound. Sorry. So. Dann poltern wir mal los. Weiter. Finn Balor, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Bray Wyatt. Was ist das hier? Das Dämonmann ist mein Zuhause. Und heute wird's auch zu deinem Zuhause. Mein Zuhause. In welcher Welt würde ich hier leben wollen? In unserer Welt, Bäller. In unserer Wahrheit. Wenn ich dich ansehe, sehe ich nicht diese schwache, sterbliche Hülle. Ich sehe das, was du wirklich bist. Ein Dämon in Menschengestalt. Löse dich von deiner Sterblichkeit und zeig mir dein wahres Gesicht. Also, wenn ich es dir nicht anmache, dann gehe ich jetzt einfach wieder. Nein, Bäller, nein, du bist jetzt zu Hause, auch wenn du es nicht erkennst. Aber das wirst du noch, ich habe den perfekten Helfer dafür. Oh. Okay. Sound leise und doppelt. Leise und doppelt. Das ist ja doppelt scheiße. Freue mich auf Süßigkeiten sammeln. Auf Crown Jewel. Ich gehe erstmal sammeln. Geht irgendwer von euch mal ehrlich jetzt? Geht irgendwer von euch los? Oh. Martin, spielst du alle oder nur The Fiend? Ich weiß ja nicht, wie lange die alle gehen, aber eigentlich wollte ich jetzt alle spielen. Ich dachte nicht, dass das so ewig dauert. Dann schaltet sie nicht Fiend frei. Dafür musst du den anderen Turm spielen, logischerweise den mit The Fiend. Ich würde eigentlich die ganzen DLCs jetzt durchspielen. Wie lange dauert denn das? War das eine dumme Idee? Habe ich mitbekommen, dass die Streams zu lange sind, schon seit 2 Minuten. Das ist ja ein unspontaner Stream. Den haben wahrscheinlich viele nicht mitbekommen. Deswegen ist er auch spontan. Keine Ankündigung auf YouTube. Ja, ist klar. Keine Ankündigung auf YouTube, keine Ankündigung, kein Bild oder sowas auf Insta. Ich habe eine Insta-Story gepostet und habe den Stream gestartet. Trotzdem Atlantis Vanox grüßt sich. Bei vielen dauert nicht mal eine Viertelstunde. Siehste? Gut, dass ich noch was anderes gemacht habe. Ansonsten hätte ich hier einen Stream für eine Viertelstunde gemacht. Oder ich hätte es privat gemacht. Den Turm mit The Fiend bekommst du in 30 Minuten durch. Okay. Eben war es noch eine Viertelstunde. Guck mal, der Ref ist auch im Termin. Oh. Bray Wyatt sogar mit Voice-Over hier. Führt im Ring gegen einen stürmenden Aleister Black einen Rebound-Angriff aus.
Was ist denn ein Rebound-Angriff? Ach so, Scheiße, es geht schon los, indem ich schon nicht, jetzt nicht weiß, was ich zu tun habe. Das ist aber cool mit den mit Bray Wyatt als Commentary. Das finde ich aber lustig. Kann ich kontern. I heard that crack in his very spirit. Wonderful. Wonderful. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? Ey, der kontert einfach mal alles. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, und ich kann jetzt wieder nicht kontern. Yes. Ja, das wirklich. Oh, Kata. Oh, Dragon Sleeper. Mischt es. Drück Start. Okay. Und jetzt? In die Seile werfen, Dropkick. A move like that reverberates throughout this world and the next. Wonderful. Okay. So, in die Seile, drop down, leapfrog, dropkick. Devastating. Oh, ja, nur ein Dropkick. From that move. Für die Ringschaden zu. Bam! Feel the impact of a move like that. What power? Die Bray Wyatt im Ohr ist natürlich sehr creepy. Stimmt es, dass man mit der Deluxe Edition 4 freischalten kann? Nein, du kannst dir den DLC auch einfach holen. Der kostet 15 Euro und das geht auch. Sunset Flip! Yes! One! Oh, schade. That was what he was looking for. So, und jetzt? Mit einem starken Griff von vorne an. Okay. Mhm. Bringe mit einem Iron Ship in die Ecke. Muss ich denn unbedingt diese ganzen Dings machen? Oh ja, scheinbar schon. Zack. Oh. Look at those power and those kicks. Balor is going to the mat. Black is a man devoid of fear. He is sizing up Balor, and has he found him unworthy? Oh. Balor has turned it around. Black has fallen to the outside. Balor has headed to the outside. What is his plan now? Dropkick! Oh! Into the turnbuckle, sacrificing his own body in the process. Truly, he possesses the heart of a demon. Wonderful! Und weiter geht's. Für einen Körperteil Angriff gegen die Arme aus. Oh. Und wieder kann ich nicht kontern. And it is unlikely that he will be the last. What a round! He's ready to end this. But will he stay down? His spirit must be close to cracking. But he has fought off defeat for now. They think it is just their bodies that fight, but it's not. Their essences, those which reach into other planes, also are locked in desperate combat. Nein! Oh Mann! Was? Nein! Oh, das ist voll unfair. Das ist übelst ruhig, ey. Soll ich das die Leute in der Halle fehlen? He knows what he's doing in there. Oh, ey. Too many have underestimated Aleister Black. Thinking his frightful appearance has nothing more than a trick to terrify his opponents. But nothing could be further from the truth. Terror is a weapon, and Aleister Black knows how to wield it.
Tor. Kommt schon wieder irgendwie Fußball oder was? Oh, da holt man sich doch einen Holzsplitter. Okay. Oh, Fantastic. Geil. That move breaks both body and spirit. Ja, 1916, was hast du davon? You can feel the impact of a move like that. Attacke gegen die Arme ausführen. It seems that Finn Balor has found a weakness in Black Spirit. Jetzt. If he can press that advantage, then this bout should be his. Scheinbar nicht. Früher ging das so. I have crossed many dimensions, friends. Wie mache ich das jetzt wieder? Körper R T und X. I have seen creatures of the light and dark, but I have rarely come across a creature such as Aleister Black. Oh. Geht nicht. Oder ist das andere RT? Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. Kling. Und bah! A move like that reverberates throughout this world and the next. Wonderful. Das, es funktioniert nicht so, wie der es gerne hätte. Doch jetzt. Och, Mann. Danke. So, was hat jetzt zu tun? Fügen den Schaden hinzu. Oh. How devastating. I hear the spirits crying in pain from that move. That was what he was looking for. Das ist alles so still, ey. Finn Balor has been described as extraordinary. Oh. Today will be a chance for him to prove it. Alter. I felt that in my own soul. Oh. Zack. Ich habe gerade seinen Finisher oder so gekonnt, ne? Kann das sein? Yes. More like that. So, was mache ich jetzt? Coole Draw gegen den aus. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch hin. Coole Draw! One, two, three. Finn Balor has put down Aleister Black. Today, he is the stronger man. Ich finde, die hätten für die 2K Originals auch Voice-Overs machen können. Ja, dadurch, dass die ja sowieso schon das bisschen, die fünf Sätze, die da noch fehlen, die hätten sie auch noch reinmachen können, das stimmt schon. Wenn Bray Wyatt sowieso die ganze Zeit labert. Was ist hier los? Was soll das alles? Das war nur der Anfang. Dämon Mann! Aleister Black hat mit deinen Aufnahmeritual begonnen in die Familie. Vergiss es, ich spiele dein krankes Spiel nicht länger mit. Also wirklich, die Brothers finden es unhöflich von dir, so früh zu gehen. Wir sind noch nicht fertig. Zumal die Brothers of die, ne, sind ja eigentlich gar nicht im Spiel. Also in der Version, oder? Keine Ahnung. Wie hießen die? Die Plötchen Brothers. Teil der Familie werden sie nur, wie begeistert sie darauf sind. So begeistert sogar, dass sie die nicht wollen aufnehmen werden, bla bla. Siehst du, wie die Leute wollen, dass du zur Familie gehörst. Willst du nicht zur Familie gehören? Willst du nicht? Oh, worüber reden die Leute? Was reden schon mit mir und für die Familie? Oh Gott. Rowan and Harper are looking to be a part of the family as well. Na toll, ey. Aber auf jeden Fall gibt's die Bludgeon Brothers von der Gear her. Das ist schon mal nice. Will Balor's skills be enough to overcome this challenge? Slingblade. Achso, ich muss nur Rowan Schaden zufügen, ja, das ist auch schön. Harper juckt das gerade gar nicht, den schalte ich hier nur ein bisschen nebenbei aus. Wonderful. Hier, zack. I felt the impact from here. Und nein, kein DDT. Oh, Head Scissor hier. Davy Jones, ja, so ein bisschen sieht der Charakter so aus. Aber wie viele Matches kommen danach noch?
It is terrifying enough to be hit by men the size of Rowan and Harper in a normal match. But when they're attacking... Dumme, Alter. 34 Monate Resub und Stufe 3, Alter. Küsschen auf dein kleinen Kopf, Alter. Richtig geil. Danke dir für den dicken Support. Schön $25 Sub. Das ist einfach nur geil. That move breaks both body and spirit. A sling blade. Bowder's looking to take down. Führe drei starke Schläge gegen einen von den außerhalb des Rings. Oh, toll. Von dem Big Dude umgerammelt. Oh, I heard that crack in his very spirit. Wonderful. Oh. A fantastic maneuver. These two know how to fight together. Okay, die kümmern sich eh um that will make things much more difficult for their opponent. Fantastic. Ja. That move breaks both body and spirit. A move like that reverberates throughout this world and the next. Wonderful. Wonderful. What damage? His focus must be breaking now. Yes. Oh, voll die Ordnungsschelle. Das ist natürlich auch mal schön. Los. Oh, nice! Wunderbar. Ach, scheiße, man. Geht der jetzt anders raus? Oh, super Kick! Soll ich mal raus, dass er nur macht? Tschüss. Oh, Alter! Das war krass. Feeding on the fear and helplessness of their quarry seems to fuel their hunger and drive them in their matches. One would hope Finn Balor does not become another victim to this. Gegen beide ist natürlich echt scheiße, ne? Tja, was ist jetzt? Okay, jetzt kommt Harper. Seeing this contest is exciting, is it not? Watching this clash of powers. So, Nummer 1. Nummer 2. Dreh dich um, Mann! Dreh dich um! Das ist nicht von vorn. Uppercut. I felt the impact from here. Ja. Zack. Poke in the eye. Dropkick. Like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. You can feel the impact of a move like that. What power. Jetzt. The spirits themselves felt that. So, was jetzt? Bringen Gesundheit von Rowan in den Game-Bereich, von Harper in den Game-Bereich. Oh, ey. Na gut, dann machen wir das mal, wa? It may be a lopsided battle, but Finn Balor is not oh, scheiße. Comeback wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich dachte, ich habe irgendwie einen Finisher, deswegen habe ich da drauf gedrückt. Oh, schöner Gutbuster. Okay, den Comeback, der ist für den Arsch. Ja, einfach Umschubs. Ist die Arena selbst gemacht? Nein, Guitar Zack, die ist Teil des DLCs. Vielleicht ist sie auch einfach so drin. Auf jeden Fall ist sie im Spiel. Aber da gibt es noch ein paar mehr Arenen, die alle so sind. So. Oh ja, Mann, ist er jetzt gut. Das kann schon unfair hier gegen zwei. Zumal irgendwie hier nichts gekommen hat. Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. Ich kann gerade gar nichts kontern. Do you like the video on YouTube? Yes. Will be better? Not really. Ich kann nichts von. Ich hab nicht mal diese komischen Reversal-Buttons. Die werden mich mal angezeigt. Geht nichts? Ach, schon Uppercut. Ich kann gerade null kontern. Und das liegt nicht an meiner Unfähigkeit. Oh shit, Alter. Vom dritten Seil. Alle Seile runtergezogen. Der Fokus von Rowan und Harper seems sharper than ever. Ich kann nichts machen. Und da ich ja gegen zwei antrete, kannst du hier echt nicht viel reißen.
Wenn du nicht... Es geht nicht. I felt the impact from here. Oh, ey. How devastating. Es geht nicht. I hear the spirits cry out in pain from that move. A fantastic maneuver. Keine Chance. Keine Chance. Das Kontern funktioniert gerade nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Spiel halt besser. Du bist einfach schlecht. Nein, ihr seht doch auch, dass... Geil. Ihr seht doch auch, dass die, der Konterknopf noch nicht mal erscheint. Hier. Ach, da ist er wieder. Schön, dass er auch mal wieder da ist. What will Rowan and Harper trade for the power that I offer? I wonder. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? The spirits themselves felt that. Ja, kann's abhauen. Zack. Das müsste eigentlich reichen. Yes. Ein Sprungangriff vom obersten Seil gegen einen bodenliegenden Harper im Ring aus. Oh, warum? Hier, lauf über die Treppe. Dropkick an den Rücken. Nein! Ach ja. So, jetzt. Solange es irgendein Move ist, das bekomme ich hin. Und zack. Was? Hä? Sprungangriff vom obersten Seil gegen einen bodenliegenden Harper im Ring. Das ist exakt das, was ich gerade gemacht habe. Sling Blade an Rowan. Ups. Sling Blade. Balor is looking to take down his opponent quickly. Sling Blade an Harper. Schön. Like that reverberates throughout this world and the next. Standschling. Schlag, 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 Schlag. I felt the impact from here. I felt that in my soul. Greife mit 10 Standschlägen im Ring an. Standschläge? Warum hat das eben funktioniert und jetzt nicht mehr? Was sind denn Standschläge? Hat nicht getroffen. Mehrere, 35 Minuten Reset, können wir. Oh, Harper, oh, yes. Frostbash von Rowan, so rum. Break him and take the win. Two, three. Was? I'm afraid, my friend. Alter, was? This might have been a foregone conclusion. Ich konnte den 3-Count überhaupt nicht machen. Der Balken war verbuggt, der ging so langsam, da kam ich überhaupt nicht dran. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Könnt ihr euch nochmal im Replay angucken? Das ging einfach mal komplett. Das war richtig langsam. Also die Frames sind einfach übelst gedroppt. Und es hat nicht funktioniert. Ach, da war es ein Scheiß. 3-Count by 2. Alter, was ist denn das für ein Kack? Wenn du dieses Teil nicht mal erreichst, ey. His focus must be breaking now. Das ist doch schon bekloppt.
knows what he was looking for. Ich mag diese... Also ich das ist nämlich genau das Ding. Ich will einfach nur geile Matches spielen. Ich will nicht so eine bekloppten Aufgaben, so... Das ist doch alles. Fantastic. That move brings wieder raus. Deswegen mag ich auch diese anderen komischen Modis nicht. So, hier, Rowan Nummer 1. Yes, zack. More like that. Zack. Harper. Ey. Ja, was? Alle gehen down, oder was? Zack. How devastating. I hear the spirits cry out in pain from that move. Two opponents is often too much under a normal circumstance. But when those opponents are seeking the power and the guidance that I can give them, they will fight even more viciously. Let's see if Finn Balor can turn this around. He is overwhelmed. Oh, Pump Handle, super cool. Schönes Ding. I heard that crack in his very spirit. Wonderful. Moves like that damage more than just the body. Einfach toll. He knows what he's doing in there. Bug in 2K20? Neuer Bug in 2K20, wer wundert das? Tja, eigentlich gibt's sowas nicht, ich weiß schon. Och. Sowas ist auch so dumm, ey. Aufgrund der Animation liegst du doch am Boden. Du kannst da gar nichts gegen tun. Ja, zack, weg. Ja, no-sailt das Ding, natürlich. What damage? His focus must be breaking now. A move like that reverberates throughout this world and the next. Ja, verpiss dich. Bin ich eigentlich schon erledigt. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? Ich habe gesagt, du sollst dich verpissen, Junge. A fantastic maneuver. That was what he was looking for. Gehe ich hier schön in den Ring ganz geschmeidig. Maybe Finn Balor would be overwhelmed by these two, but he is fighting quite well. Let's see how this plays out. Schade. So, Facebuster. That move breaks both body and spirit. Komm her jetzt. Schade. Oh, nice. So. Ups. Yes. Super Kick! Break him and take the win. Hab ich auch noch nie gemacht mit Aufgaben. I felt the impact from so, Arm Drinking Rowan. Did you hear that? Oh, er no-sell! Unfair! Oh, scheiße. Sag mal, verarsch mich oder was? Backbreaker. Jetzt bin ich wieder am Arsch. What power? Can he break out of this? Or will this break his body and spirit? Toll. War in der Fitte. Musst du den Stream? Ja, eigentlich muss ich streamen, ja. What damage? Weil ich halt dieses... Ich muss halt das noch erledigen hier. Ich muss halt The Fiend falsch halten. Backstabber. Und jetzt. Jetzt. Oh, boom! There it is. Snapmare. So, zack. Und... Bulldog. Steh auf, Junge. Und nix geht. Big Boot. Ach, das nervt mich, ey. Ich will nur dieses Scheißspiel spielen. Ich will doch nicht so... Ach, Mann. So, hier. Sling Blade gegen Rowan. Ach, scheiße, ey. So, zack,
Vorarm. Okay, jetzt kann ich wieder keinen anderen machen. Und verpiss dich wieder. Bin eh gleich wieder weg. Ah, sehr nicker Matches. Das kommt ja noch dazu. Ich weiß, dass ich in dem Monat. Ich wollte eigentlich alles, alle Modi spielen, weil cool und so. Aber wer konnte denn ahnen, dass sie doch nicht so cool sind? Greife mit 10 Standschlägen im Ring an. Also normale Schläge. Geht nicht. I heard that crack in his very spirit. Wonderful. Spirits themselves felt that. So, reversed. Yes, more like that. Ah, okay, einfach immer draufschlagen, das geht schon irgendwann. Irgendwann werden sie gezählt. Auch schön. A move like that reverberates throughout this world and the next. Wonderful. I felt the impact from here. So. Zack, zack, zack. Ach, Schulterblock. Ah, devastating. I hear the spirits cry out in pain from that. Das war's. Nee, gut. Zack, Jawbreaker. Did you hear that? Und jetzt. Oh Mann. Super Kick! Der pellt's aber auch rein, ey. Zehnmal gegen den gleichen. Nee, das eigentlich auch nicht. So, da haben wir's. Ein Griff von vorn gegen Rowan außerhalb des Rings. Ja, jetzt muss das mal rauskommen. Das ist der falsche, aber du kriegst von mir aus auch mal einen ab. So, hier, zack. What damage? His focus must be breaking now. Komm her jetzt hier. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? Dränge Harper mit einem Einschub in die Ecke. Oh Mann. Lass es endlich vorbei sein. Oh. Fantastic maneuver. Na toll. Können beide in die Ecke. Oh Mann. So, hab ich gemacht. Hier von einer Ecke zur anderen. Och, ey. Klappt nicht mehr. Für einen Eckengriff gegen einen von vorne stehenden Harper. Oh, kann es nicht endlich vorbei sein? Jetzt. Ein Eckenangriff. Mann! Ist doch nicht wahr, ey. Ey, das steht ja auch noch falsch. Rowan, Alter! Geh mir nicht auf die scheiß Eier! Testet denn mal irgendwer diese Modi? Testet das, spielt das mal einer? Und sagt, Alter, das ist so geil, das, das macht so einen Spaß. Ja, das war schon wieder. Leck mich einfach richtig hart. This might have been a foregone conclusion. Ihr wollt mir echt erzählen, das macht so viel Spaß? Rowan and Harper look to be a part of the family as well. I put them in a match with their new. Kann ich euer Ernst sein? Das sind doch keine Movies, die Spaß machen. Das ist doch alles nur Scheiße. Das ist doch einfach nur abarbeiten, stumpfes Abarbeiten von dummen Aktionen. Ich würde am liebsten wieder Call of Duty spielen. Weiß man, was man hat.
Sombrero is looking to take down his opponent quickly. Den anscheinend. Das hat noch nie einer. Das hat. Im Modus schaltest du so viel nicht frei. Im Modus wurde so viel. Ich weiß. Ich wollte ja alle Modi spielen, aber ich glaube, das werde ich nicht tun. Aber jetzt habe ich den schon mal angefangen. Jetzt würde ich eigentlich nicht mittendrin aufhören, weil ich gemerkt habe, dass es scheiße ist. Ach, leck mich einfach. A sling blade. Balder is looking to take down his opponent quickly. So, jetzt war draußen irgendwas, ne? Drei Schläge außerhalb des Rings. Fantastic. Danke. That move breaks both body and spirit. Immer wieder auch Call of Duty geholt. Macht halt mega Bock. Ja, mehr als das, was ich hier gerade mache. Cry out in pain from that move. Und Frost. Ich weiß immer noch nicht, wann man das kontern soll. He knows what he's doing in there. Perhaps too early, or perhaps his spirit found new strength. We shall see. Tut mir leid. Ja, aber das sind doch keine Modis, die Spaß machen. Ich verstehe das nicht. Oder ihr habt doch auch teilweise 2K. Fandet ihr, als ihr das gespielt habt, richtig geil? So ist ja auch der ganze Story-Modus ist so. Also der ganze Showcase-Modus, das ist einfach, das wie der Showcase-Modus aufgebaut ist. Das ist doch scheiße. Das ist doch nichts, was Spaß macht. Ich verstehe das nicht. Yes, break him. Break him and take the win. How devastating. I hear the spirits cry out in pain from that move. Bringen die Sünder von Haber in gelben Reich. Wohnen in gelben Reich. So, zack. Einfach auch leicht machen. Ach ja, stimmt, ich kann ja auch den. Stimmt eigentlich. Könnt ihr den Computergegner auf leicht statt auf legendär machen, dann wird es vielleicht ein bisschen leichter sein. Stimmt, da hast du natürlich was gesagt jetzt. I felt the impact from here. You can feel the impact of a move like that. Aber wenn man natürlich auch legendär spielt, dann ist es natürlich doppelt kacke. Das ist vielleicht auch alles ein bisschen schwieriger. Fantastic. That move breaks both body and what damn. Das kann ich ja nicht mitten im Match ändern, oder? So, Drop Tower Hold. Oh, ey, dieses No-Sell von den Kack-Moves, das nervt mich. Ja, Mann, verpiss dich. Oh, leck mich, Mann. Admittedly, so. I thought maybe Finn Balor would be overwhelmed by these two, but Sprungangriff vom obersten Seil auf liegenden Harper. So schnell, zack, boom. Was war jetzt? Slingblade an Rowan, dann weiß ich schon, dass er noch. Oh, scheiße. So, hier Slingblade an Rowan. Balor is looking to take down his opponent so, quickly. So, Slingblade an Harper. Fantastic. That move breaks both body and spirit. Dann Schläge im Ring. Bam, devastating. Bam, bam, I hear the spirits cry out in pain from that move. Bam. If anyone had any doubt of the strength of Finn Balor, perhaps they would wonder auch ein paar vom Tor. Even two opponents cannot so, easily overcome so. His power. Zack, 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 zack. Und tschüss, was haben wir jetzt? Griff von Rowan außerhalb des Rings. Rowan, komm her hier, du Pfeife. Hat er damit gemacht. So. Das hat nicht geklappt, warum auch immer. Like that damage more than just the body.
Das hat er auch leicht gestellt. Ja gut, das müsste ich wahrscheinlich auch gleich machen. Alter. Wollen mich nie wundern, ey. Ich hab das auch völlig verpeilt irgendwie. Aber ich glaube, wenn du es auf leicht spielst, dann ist er wirklich easy, oder? Macht er das? Ist ein Tutorial? Ja, schön wär's. I felt that in my own soul. Bam. Jawohl. Aber dann lass mich einmal in Ruhe. Dankeschön. So, jetzt kriegt Harper nochmal schnell was ab, damit er mich in Ruhe lässt. Ron, ich brauch dich immer noch hier draußen. Ich kam nicht auf diese dumme Idee. So, die PT abgeschlossen. Harper mit Eierschub in die Ecke. So, ja, erstmal muss er rennen. So, Eierschub, zack. Machen wir gleich die nächste Aktion. Eckenangriff, zack. So, was kam dann? Ach, coole Grau gegen Harper. The spirits themselves felt that. Scheiße, jetzt habe ich hier getauntet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur unten auf meinen Finisher zappen. So, dann kriegt Rowan jetzt mein Signature ab. So. How devastating. I hear the spirits cry out in pain from that move. Und dann. Oh, leck mich. Könnte ich das wieder nicht kommen? Fantastic maneuver. So, Harper triumphiert noch eine Runde. Die nächste Dings ist doch ihn bestimmt pinnen, oder? So, raste mit der Sau. Fantastic. Du musst aber wieder rein. Ich brauch dich hier leider da drin, ja. Ich auch gekommen dort. Hat keinen juckt. Ich weiß, dass ich für The Fiend im falschen Tower bin. Oh, darf man nicht mal andere Sachen machen? Oh. Kannst du mal bitte DLCs zocken in den Titel schreiben, Mods? Ich dachte, The Fiend zieht halt. Zieht Zuschauer. Aber naja. Es verwirrt nur, scheinbar. Schade, dass man hier nicht mehr runter kann. Ja, genau. Quetscht mich alle zusammen. Oh, leck mich, Mann. Oh, du gehst mir hart auf die Nüsse. Jo. Na toll, das war's wieder. Okay, ist einfach ein behinderter Modus. Sorry, 2K, das war's mal wieder komplett. Ihr habt wieder Scheiße gemacht. Das ist Kacke, das ist Müll. Das ist einfach Müll. Warte mal, ich kann hier direkt auf Optionen gehen. Ja gut, ich spiele auch im legendären Schwierigkeitsgrad. Ich brauche mich nicht fragen, warum ich so eine Scheiße mache. So, hier, jetzt nehme ich die auseinander, Alter. Ja. Trotzdem ist der Move der ganze Modus Kacke. Ach man, ey. Übrigens, nochmal eine Sache. Als ich mir die Wiederholung von meinem Stream gestern angeguckt habe, hat meine neue Champion-Einblendung funktioniert. Ich weiß nicht warum. Also eigentlich weiß ich ja noch nicht mal, warum sie nicht funktioniert. Denn sie ist korrekt eingestellt. Aber sie hat nie funktioniert. Und gestern hat sie zumindest in meiner Aufnahme funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob die komischerweise nur in der Aufnahme ist. Ich verstehe es nicht.
Auf jeden Fall kamen sie. Also eigentlich, wenn jemand donatet und dann auch, wenn halt ein neuer Typ halt der neue Donator des Tages wird und so weiter, dann müsste im ganzen Bildschirm stehen, dass es einen neuen Champion gibt. Aber nur einmal. Aber das müsste eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Oder warum es eingeblendet wurde, aber... Na, mir fehlt auch irgendwo zu kaufen kriegen. Ja, du kannst diesen ganzen Modus kaufen, den ich jetzt gerade spiele. Anni, danke für dein 7 Monate Resub. Moin, zurück auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, dass bei meiner Attacke, ob er das Ding jetzt no-sellt oder nicht, aber dass er einfach wieder schneller gesund ist als ich, das ist auch schon wieder komplett. How devastating. I hear the spirits cry out in pain from that booth. So, Backstabber, jetzt wird die Rollen wieder. Oh, scheiße, das ist mal wieder komplett. So. Wisst ihr noch, wie es weiterging? Drei starke Schläge außerhalb des Rings. So, komm her. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? You can feel the impact of a move like that. What power? Au. So. Mann. Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. Ich habe eigentlich gedacht, das macht ein bisschen Spaß, aber falsch gedacht. A move like that reverberates throughout this world and the next. Wonderful. Wohin ist doch schon ein Game, no stake in this battle. I will either give these two brothers who are eager and willing to be a part of my family, or I will have the extraordinary power of Finn Balor. Either will serve me well. So und so. Oh, natürlich kontert er das, kennt man doch. Alter, dieser scheiß Superkick, den kannst du nicht kontern. Und jetzt kannst du generell schon mal nichts wieder kontern. Nee, das finde ich auch so dumm. Ist einfach kein Spaß. Doch, ich habe super Spaß. Yay, super duper Spaß. Spaß, yay. Fantastic. That move breaks both body and spirit. A fantastic maneuver. Komm jetzt hierher, Mann! What damage? His focus must be breaking now. I fear that this is too much for Finn Balor. In spite of the strength he possesses, two warriors with a bond such as these two may just be too much for the extraordinary man. Damit habe ich nicht gerechnet, ey. Och Mann. Vor allen Dingen mit den leichten Gegnern ist es ja eigentlich noch schwerer. Fast auf jeden Fall. Weil die einfach oft einfach keine Moves machen. Die heben dich auf, machen dann aber nichts mit dir. Und nach 27,5 Sekunden machen sie denn was. Und das ist einfach so scheiße schwer zu kontern. So, hier, stirb. So, Sprungangriff von Harper im Ring liegend. Danke dafür. Ist nicht im Ring. Wow. Sowas, ne? Er steht ja Ewigkeiten davor. Jetzt auch wieder. That would understandably break an opponent with ease.
So, jetzt liegt er zumindest schon mal. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, ach Mann, leck mich doch. Das war der Falsche. So, nochmal ein Versuch. Und hui. Danke. I hear the spirits cry out in pain from that moon. The brothers take particular joy in breaking a single opponent like this, feeding on the fear and helplessness of their seems to fuel their hunger. One would hope Finn Balor does not become another victim to this. Oh, kann erstmal wieder sich verpissen, das hat schon mal wieder nicht funktioniert. So, jetzt schlagen wir wieder. So, hier, Schlag, Schlag. Falsch, Harper, danke dafür. Klappt. So, Schlag, Schlag, Schlag. Och Mann, warum legen sich denn mal an die scheiß Seile? A fantastic maneuver. I felt that in my own soul. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? Dankeschön. Griff von Harper außerhalb des Rings. This contest is exciting, is it not? Watching this clash of powers, of souls. Ich dachte mal, wir bei den Rage quitten, aber so was hat passiert. Hätte ich auch nicht gedacht, ey. Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. So, zack. Yes, more like that. Diese Irish Whip Scheiße. What will Rowan and Harper trade for the power that I have? Zack, Irish Whip. So, hier, zack. Sunset Flip Bomb. Bam. Yes. Break him. Break him and take the win. Cool Grab gegen Harper. Oh, warte mal, das könnte jetzt sogar schnell funktionieren. Und zack. He lands it. Finn crushes his opponent with both feet. Und Harper im Ring pinnen. So, dann kann Rowan hier auch nochmal meinen Finisher fressen. Zack. So, jetzt kann ich Harper pinnen und ins Ende. Balor believes he has this one. The ref begins to count. Rowan has the hammer. Oh. Cool, es gibt den Hammer von dem Deutschen mal los. Balor delivers a dropkick. And Rowan has fallen on his own partner. It'll take more strength than that to pull Rowan off. Look at that! Balor has used his own hammer against him. And the ref begins to count. 1, 2, 3. Bisschen mehr Motivation. Ey! Bei sowas. Was soll ich da machen? Ich dachte, meine Erkältung kommt vom Wetter. Jetzt weiß ich, dass es von 2K20 kommt. Also 2K90 besser. Gut, dass ich noch nicht habe. Dass ich das noch, nicht, dass ich das noch habe. Ja, das ist schon gut. Ich würde es auch nicht weglegen. Es ist. So, weiter geht's. Aber Dämonmann, handelt man so seine Familie wirklich? Ich gehöre nicht zu eurer Familie, ich werde das auch nie. Du ungezogenes Kind, keinerlei Respekt, genau deswegen brauchst du deine Familie, um Respekt zu lernen. Du kannst sagen, Randy, komm her, vielleicht muss der Dämonmann von dir. Jo. Ich streame. Ja, ich hab spontan einen Stream angeklappt. Denn, ja, denn ich komme mit runter. Ja, ich muss mein Auto bauen. Ja? Okay. Nee. Nee, 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 nee. Gut. Ich mache mal kurz weiter. Ich muss nämlich jetzt gleich mein Auto umparken. Du kannst auch Lichter machen. Okay, ich mache eine kleine Pause. 3 Minuten, ich komme gleich wieder. Bis gleich.
Wahrscheinlich springt der Eriks auch nicht an. Der springt jetzt immer an wie eine 1, ey. Der ist richtig gut. Der neue Motor ist richtig gut. So. Nee. Meine Freundin hatte noch eine Freundin da. Und die hat sich auf meinen Parkplatz gestellt, als ich kam. Und dann habe ich mich auf den Parkplatz von einer Firma, die hier in der Nähe ist, gestellt. Und ich finde, das sieht richtig scheiße aus, oder? Es gibt doch reptile Menschen, ich wusste es doch. Und als sie jetzt gegangen ist, musste ich mich auf ihren Platz stellen. Und dann habe ich ja heute meine Freundin erstmal richtig gesehen. Eben, deswegen habe ich ihr noch einen kleinen Kuss gegeben. Und dann läuft's. Keine Ahnung, zu welchen Zuschauern er sich jetzt hier umdreht, aber gut. Das ist der Beweis, Freunde. Wir werden von Reptilienmenschen geleitet und umrammert. Was macht dein Sohn denn? Alles wieder weg. Das ist ja immer nur einmal. Aber dann halt richtig. Daniel LP hat auf jeden Fall die Zeit genutzt, um einen Resub rauszuhauen für 5 Monate. Dankeschön dafür. Was wirst du heute essen? Was wirst du heute essen? Ich habe heute schon Chinesisch gegessen. Ja, ja, ist jetzt gut, ey. So, Bella also immer noch im Versuch hier, die ganzen Leute von an die Schwimmer. Außerhalb des Regenschadens. Working with me in the family, he may be simply unstoppable. But Finn Balor has overcome seemingly impossible odds before. So, would this be any different? We shall see, friends. Und zack. Erstmal kurz im Kreis gedreht, das kennen wir. Und zack. So, was jetzt? Vorschlaghammer. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Ach, das reicht schon. Triff ihn dreimal, damit. Na gut. You would find yourself surprised, I fear. Jemand hat geschrieben, du treibst es mit deiner Nachbarin. Och, das wäre auch schön. A move like that reverberates throughout this world and the next. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe keine Nachbarin, aber ich habe eine Nachbarin. Die hat sogar rote Haare, aber die hat einen kleinen Hund. Das ist ja nicht so meins. Also kleine Hunde sind schon meins, aber nicht in der Wohnung. I felt that in my own soul. Boah, jetzt holt er sich neuen Hammer. Bam. Bam. Einmal noch. Zack. So, was jetzt? Führe einen Sprungbrettangriff vom Apron gegen einen Stehenden im Ring aus. Sprungbrettangriff vom Apron. Also ein Springboard. Ich stehe hier. Er steht. So, Springboard, Dropkick, das war es. Einen starken Griff von vorne im Ring. Oh, jetzt kommt's. Oh, oh, oh. Oh, 1916. Oh. Was geht jetzt ab? Okay, der steht da hinter dir, bin ich bedroppt. War das auch wieder gerade ein Bug? Das war auch gerade ein Bug, oder? Eigentlich sollte er zwischendurch nicht zu sehen sein. Und da wäre jetzt wahrscheinlich der Green Mist richtig gewesen, aber da kam Orton auch nicht. Und kämpfe gegen das Gift an, lege aufs Kreuz für das Anzählen. Lege ihn aufs Kreuz für das Anzählen. Aufs Kreuz legen. Das sind doch alles Formulierungen, ey. Jetzt hat er mich aufs Kreuz gelegt.
Ach so, das ist auch noch ein, was mit Sandwich. And it is likely only a matter of time until he claims this match for himself and my family. Is there any way for Finn to overcome the Viper and take the match for himself? Heute gibt's Kloppe statt Blei, ja, aber nur wegen spontan. Übermorgen gibt's übrigens auch Kloppe. Am Donnerstag 14 Uhr Livestream. Da gibt's auch Kloppe statt Blei. Blei auch. Randy Orton is a solitary creature. And our agreement is more oh, das wird knapp, das wird knapp, 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 knapp. Yes. Yes. Und sie weit. So. Und 1916. Did you hear that? Was that the crack of his spirit? The Viper is clearly enjoying himself. Dustin kriegt er noch, jetzt kann's anziehen. Pain and fear help him draw upon his spiritual power. And if the match swings in his favor, so, eingreifen, der eine Typ im Ring hat massive Hautprobleme. Ja, der muss ich, der war zu lange noch so, der muss ich mal ein bisschen eincremen. Pass auf, dass du dich bei der Kretze, die Kretze. Ferien sind so nice. Wieso hast denn du Ferien? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was denn für Ferien? Was sind denn jetzt für Ferien? Fantastic. That move breaks both body and spirit. Wenn er überall den gleichen Move. Ich komme dann ein. I can sense the fight taking place in other multiverses as well. Would it not be fascinating to see how the fight plays out differently in subtle ways? Alter. Alter. Ey. Alter, das war so knapp. Scheiße. Break him. Break him and take the win. Das war mal wieder richtig knapp. Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. So normal. Zack. Yes. More like that. Jetzt aber. What might become of Finn Balor if he should claim victory here? Tschüss. Will he be the jetzt same man who walked into the ring? Or something more? Two, three, four. Ich erinnere Ferien dunkel. Ja, da war mal was, ne? Ich glaube, der ist aus dem Loch gekrochen, aus dem dreckschen englischen. Ach man, ey. Gut, ich habe jetzt den Randy Orton freigeschaltet. Den werde ich nie benutzen, weil der einfach Müll ist. So, das hat sich erst erledigt, bla bla bla, ja, hier willst du meine Familie oder nicht, oh mein Gott, er hat sich transformiert, oh, oder auch nicht, oh, krass, holy shit. Jetzt kommt's. Also wegen ihm brauche ich diese Charaktere nicht, sage ich euch, wie es ist. Es brennt. Wir brauchen die Feuerwehr.
Okay, das hat schon was. Braucht den Charakter trotzdem nicht, aber cool sieht es natürlich wirklich aus. Alter, doppelte Stufe, vielen, vielen Dank. 21 Monate. Wo ist denn jetzt hin? Alter. Bin hier gerade geläutet. Alter. Okay. Nette Idee. Frankenstein ist da. Frankenstroman. Müsste sogar extra eingesprochen werden. Wäre nicht Bronston? Ach nee. Genau. So, Braun Strowman gegen Finn Balor. This unnatural creature. Ach, schon wieder muss ich den Scheiß machen. Führe im Ring einen Leaping Mushroom Stomp gegen Franken Strowman aus. Does Finn Balor have a chance to overcome such a beast? If he cannot, he has no place in my family. A fantastic maneuver. Mein das. Gib mir mal einen Tipp. Leaping Mushroom Stomp. I heard that crack in his very spirit. Wonderful. Look at these two. Each blow reverberating across space and time. Immer beim Match ziehen. Ne? Ja, da steht das Gleiche. Das bringt mir nicht so viel. Achso, hier. Halte R. Aha, cool. Okay, halte RT und in die Richtung des Gegners und halte X gedrückt um. Ripples throughout the multiverse. Moves like that damage more than just the body. He knows what he's doing in there. I thought I saw the monster stumble. Aber das war's. Maybe the demon has found a way to break this creature. Time will tell, my friends. How devastating. I hear the spirits cry out in pain from that move. So nochmal. Ah! Drop kick. Strowman is unaffected. The demon strike did nothing. Look at those thunderous stomps. Oh. Strowman is trying to plant him into the map.
Wonderful. Toll. Bring die Gesundheit von Frankenstein Strowman in Game her. Ah, das ist schon. His focus must be breaking now. In einem Hammerwurf auf den Boden außerhalb des Rings. Was? Wirf mit einem Hammerwurf auf den Boden außerhalb des Rings. Was ist denn das jetzt wieder? Ach so, das. Toll. Hol eine Waffe unterm Ring hervor. How much of Finn Balor is left in the demon? Irgendeiner. Who do you think is in control in that ring right now? Ja, mal einen schönen Stuhl hier. Greifen dreimal mit der Waffe an. Klong. This is the way you break your opponent. Klong. Find whatever you need and use it to win victory. Sonst noch was? Führen OMG Suicide Dive gegen Franken Strowman aus. Mein das wieder. Mein das. The material world means less than the one beyond, where their spirits are locked in desperate combat. There, the disparity is reversed. So. Nee, das geht bestimmt anders. Drücke vor deinem betäubten Gegner an den Seil lehnt. Ah, okay. Oh, dann muss er wieder rein. Das tut mir natürlich. Wow! Was ist das denn? Ey! Ey! Did you hear that? Was that the crack of his spirit? A sling blade. So, warte mal. Balor is looking to take down his opponent quickly. Wie? So? Oh, ey. Hat nicht geklappt. Gut. Impact of a move like that. Das hat schon mal echt stark funktioniert. Look at these two equally matched souls. Even I cannot tell where the battle will lead. Okay, nochmal. So. Dann hier an die Seile lehnen. So, und jetzt. Wieso bleibt er da nicht dran gelehnt? Hä? Wie soll ich denn das machen, wenn der da nicht angelehnt bleibt? I have to wonder if Finn Balor understood what he was unleashing when he called out the demon. Und jetzt schlage ich. Ach, fuck you. Muss das schnell machen und noch mehr Schaden. Warte mal. Ich hab doch hier verhindert, die Leute auch. Oh, Scheiße. There is a trail of broken victims lying behind the monster. I take a certain glee in watching him destroy those too weak to be a member of this family. Schnell machen. Der macht dann einen Irish Whip. Geht nicht. I felt the impact from here. Drücke vor einem betäubten Gegner an den Seil lehnt. Ja. Mach ich, geht nicht. I felt that in my own soul. Wenn ich die ganze Zeit diesen Müll versuche, geht die einfach mal jauncht. Hä?
contests such as these are often decided in a mental ring as well as the physical. Ist nicht das Problem. But neither of these competitors are likely to be influenced by games. Kann der denn schneller sein als Bella, Alter? Fantastic. Versuch das mal außerhalb der Seile. Body and spirit. Sie ist schon erledigt. Außerhalb der Seile? Wieso, wo soll das gehen? So, ich hau dem jetzt hier einfach mal ein Ding rein. So, zack. Yes, more like that. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. So, jetzt ziehe ich den hier dran. Und er rippt ihn nur. A sling blade. Da passiert absolut gar nichts. Ich musste noch ein bisschen warten. Von wegen schneller. Es musste langsamer sein. Und so. Oh. Suicide Dive. This one is surely over now. Das war ein Top-Rope-Plancher oder so. Drei Verfranzungen und drei starken Standschlingen vom Roman. So stark, sorry. Boah. Well oh. Mann. Was what he was looking for. I can only wonder what type of dark force powers the monster. So. What is within that broken body that keeps it going under the demon's assault? So jetzt. Zack. I heard that crack in his very spirit. Zack. Wonderful. Noch was. Laufangriff von vorn. I felt the impact from here. Ey, das war direkt auf die Schuhe. Ein Laufangriff von vorn gegen Franken Strowman aus. Bam. Strowman ist staggered, but still standing. Okay. Strike, but Strowman ist down to a knee. Oh. What? So, das war's. Strowman has fallen. Get up. Get up, creature. Oh, good enough. The demon has landed a coup de grace. Surely the monster will arise from this. Get up. Get up. Impossible. The demon king has defeated my monster. Ganze Scheiße, um The Fiend zu bekommen, zu Community Creations, wo man das erspart bleibt. Und man schaut sich gleich zu G20. Nee, das, was ich jetzt mache, da kriege ich noch nicht mal The Fiend für. Da kriege ich hier Frankenstrowman und so eine Scheiße. Nee, dachtest du ihn besiegst. Ja, hier, das ist ein Geschenk. Du hast nur Monster besiegt, nicht das Monster. Bla bla, nein, er fesselt die Kraft. Oh mein Gott, oh, ja, krasser. Extreme Rules Match gegen Bray Wyatt. Toll. Gegen diesen... Das ist doch scheiße alles. Ja, ich weiß, beim vielen Tauern kriege ich den. Aber ich wusste nicht, dass die alle so. Komm, er kommt durch die Erde, Alter. Das sollte wahrscheinlich signalisieren, dass er aus dem Sumpf kommt. Ach, du Scheiße, ey. Back to the top. Da hängt ja schon eine Lampe. Achso, da hängen überall Lampen. Ach, guck mal. Sind wir doch schon bereit. Ahem.
Like a cat without a care, running freely through the streets. Okay, komm. Finn Balor, der Schlammmonstermann. Und auf geht's! Spontanen Laufangriff. Na, danke schön, das war's schon mal komplett. Frontaler Laufangriff! Attacke! Das war nix. Frontaler Laufangriff! Gut. Am Boden liegenden. Frontaler Laufangriff! Ich greife mit 3 Standschlägen an, während er betäubt in der Ecke hängt. Boom! Führe Ecke einen Griff auf, von vorne aus. Und hey. Oh, fuck. Ah ja. Und hey. Führe in der Ecke des Rings einen Griff von vorne. Okay, passt. Führe einen Taunt im Ring aus. Gegner-Taunt. Oh, das war, glaube ich, falsch. Das war der für mich. Das war der für den Gegner. Oh, fuck. Ja, zack. Aus, rebound. Back elbow. Oh. Bei seinem Taunt hält er die Laterne auf dem Boden. Ja, das habe ich schon gesehen. Okay, Suicide Dive Dings, das haben wir jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. So. Zack. Überall an starken Attacken diesen DDT. Oh, ich will auch sowas machen. Oh, jetzt holt er sich was. Oh nein, ein Stuhl. Kein Stuhl. Nein, bitte nicht. Oh, toll. Hier haben wir den Ding. Oh, he's bleeding like a stuffed pig. Oh, Backstabber! Ey, komm rein, Alter. Oh! Ohne OMG geht auch. Geh jetzt rein, Mann. Zack. So. Steh bitte auf. Griff. Dann gehen wir mal hier rüber schnell. Lehnen ihn mal kurz gegen, warten kurz und es geht nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich ihm wirklich noch eine ganze Menge mehr schwächen. Zack, Sling Blade, Rolle und Dropkick. So, dann schwächen wir den mal ein bisschen hier mit 5000 Kilo Stahl. Immer feste draufschlagen. Oh! Ah ja. Ich sag mal, es hat fast geklappt. Zack, Sling Blade. So, jetzt könnte es reichen. So. Zack. OMG! Oh mein Gott! Und. Hui! Pack den Move auf Doom aus, den Einroller. Den darf ich noch nicht machen. Füge Schaden zu. Da kann ich es machen.
Das war gerade Müll. Ich weiß auch gar nicht, wie man den Eimer da gerade macht. Zack. Raus, rum, Ende, 1916. Zack, abgeschlossen. Beförderer mit dem Eilschiff in die Absperrung außerhalb des Rings. Mit einem Eilschiff in die Absperrung außerhalb des Rings. Oh, au. Wo ist er denn jetzt? Weggezaubert. Oh, da läuft er lang. Hallo? Oh, oh. Boom. Oh. Krass. Und zack, gegen die Stahltreppe 5000 Kilo. Und tschüss, Rinni, die Olga. Oh, da liegt noch der Stuhl. Was? Füge dem... Oh, nice. Füge dem Schaden zu, kein Problem. Ich wette, wenn ich jetzt ein Coup de Gras mache, kommt danach, führe ein Coup de Gras aus. Ah. Zack. Einmal können wir noch. Na gut, vielleicht nochmal. Was war denn das? Kommt doch, weil zu schwer. Zack. Ziel abgeschlossen. Jetzt kommt's. Gute Gras ist. Naja, man gut. So, Double Footstorm. Und gleich nochmal. Oh. Wow, er kommt woanders wieder. Kein Problem. Dropkick, noch ein Dropkick. Better. Bleibt die ganze Zeit auf dem Stuhl. Auch schön. Nochmal. So, jetzt aber. Jetzt auf den Stuhl. Das zwiebelt am meisten. Und zack. Also so leise wäre es beim WWE-Stream eigentlich noch nie, aber der Modus momentan platzt ja auch förmlich vor Spannung und Action. Das stimmt auch. Aber ich hab gewonnen, ich bin der krasseste, die Halle flippt aus. So, jetzt habe ich den Swampfather, jetzt habe ich den Demon King, jetzt habe ich diese ganze Arena und diesen komischen Championship. Feuerdieb. Ah ja. So, das habe ich jetzt alles freigeschaltet, weil ich diesen tollen Modus gespielt habe. What? So creepy! Hey, at least Wyatt didn't win. Finn overcame him in the end, did he not? Did he not? Did he not overcome him in the end? He did, right? Alright, 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 alright. But I mean, given the story, is that outcome really good for anybody? Think about it. The demon now is loose. Not sure that's the best possible outcome. Yeah, well, the lesson here is do not accept an invitation from Bray to the compound. Don't do it because it will not end well for anybody. True, true. You would think that anybody who's seen any footage of the Wyatt family would understand that. Mm-hmm. But there you have it. A good old-fashioned ghost story. So, what now? I don't know, but after that, I gotta get out of here. There's actually a movie playing that I want. Oh, really? What kind of movie? Well, it's something great. It's got cars, explosions, ooh, tales of heroism and dystopia. Ooh. Everything a blockbuster should have. Okay, I mean, that sounds good. You wanna go see it? Yeah, let's go. All right, let's get out of here. Yeah, yeah, all right. Yeah, yeah. Obwohl diese Videos cool sind, die werden mir wahrscheinlich auf YouTube rausgeclaimed, aber trotzdem sind sie cool. Glückwunsch! Nummer
muss die Tür auch machen. Ich hab doch das Ding auf den Ohren. Gehst du jetzt ins Bett? Okay. Bring mal kurz meine Freundin ins Bett. Okay? Also es kann nicht länger als 2 Minuten dauern. Ihr kennt mich. Eine. Ihr kennt mich. Ich mach mal noch eine kleine Pause und dann bin ich gleich wieder da. Und dann holen wir uns hier wirklich Bray Wyatt. Jetzt haben wir ja das erledigt. Und dann machen wir hier Angst ist Macht. Damit machen wir gleich weiter.
So. Das ist schon länger als 3 Minuten. Ah, meine Hand ist zurzeit nicht so locker. So, okay, weiter geht's mit dem Chaos of Crypt. Keine Ahnung, was dahinter steht. Crypt. Und wir beginnen von unten mit sehr creepiger Musik mit Bo Dallas. Na dann. Ja, das safe ein Quickie. Schön wär's. Hey Fireflies, habt ihr mich vermisst? Es freut mich, dass ihr hier seid. Es läuft etwas anders hier im Moment. Wir sind nicht mal in der Nähe vom Funhaus. Seht es einfach als Abenteuer. Abenteuer machen Spaß, oder Fireflies? Ihr macht mit. Tut mir echt leid, dass ihr mich nicht sehen könnt, aber habt keine Angst, alles ist in Ordnung. Es ist etwas dunkel, wie ihr wisst. Können wir im Dunkeln nicht sehen, aber er kann das. Er kann die Dunkelheit um uns sehen. Richtig, meine kleinen Fireflies? Und manchmal muss man Dunkelheit mit Dunkelheit kämpfen. Das werden wir auf unsere Art, auf seine Art. Folgt also dem Klang meiner Stimme, Fireflies. The Fiend bringt Licht ins Dunkel. The Fiend hat eine Aufgabe. As we kick things off. We can bet Bo Dallas is going to attempt to get the WWE Universe believing in his victory here tonight. And then you have what little of Bray Wyatt still left here in this ring. Their opponent tonight truly is the. So, ich muss meinen Ton ausmachen hier. nee, schön wär's aber. Die Unterbrechungen sind hier länger als bei RTL. Ja, na, weil ich mache ja nicht Werbung. Ich mache ja nicht 10 Stunden am Stück Werbung. Deswegen, ich mache ja nur 3 Minuten Werbung und danach dauert es halt noch. Danach mache ich Pause. Aber wieso ist denn The Fiend komplett rot? Weil der unbesiegbar ist oder was? Was muss ich jetzt machen? Nur Dallas besiegen oder was? Er tötet seinen eigenen Bruder. Warum sind hier wieder die Konterbalken dran? Uh-oh. High angle belly to back suplex. Here comes the money. Mario, Alter, danke für deine 100 Bits. Ich dachte schon, heute gibt's keinen Support. Aber Support ist da, Alter. Vielen Dank, 100 Bits rausgecheert. You've got to stay focused and not let his odd ways get the better of you. Avoid eye contact. Don't listen to his creepy singing and hit him as hard as you can. So, zack, back elbow. Und wir nehmen uns das Buch des Todes und gucken mal rein. Krasser Scheiß, ey. Tja, das war's. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Aber irgendwie geht der. Jetzt geht's. Oh, er kommt noch meinen Signature aus, Alter. Bo Dallas ist der krasseste. Weiß nicht mal, wie lange Crown Jewel übermorgen dauert. Ja, 3,5 Stunden musst du jetzt immer rechnen. Aber es gibt keine Kickoff-Show zum Glück. Aber 3,5 Stunden ist es. Na, was haben wir hier noch? Ein paar Grabsteine. Einfach aus der Erde gerissen, das kennt man. Und klonk auf die Nüsse. Und klonk auf den Arsch. Oh! Das war natürlich geil getimt. Einfach mal, oh, Sister Abigail. Einfach mal das Ding ausgewichen und dann ein Bulldog auf den, das war cool. So, gut. Den ersten haben wir besiegt. Machen wir weiter mit Jake the Snake Roberts. Tonight I give you the gift of Jericho. Sascha Vogel haut an Salim. Dankeschön. Einfach mal ein Sub raus. Wie ist mal wieder da? Klonk. Ja, läuft's.
Dankeschön an den guten Sascha Vogel, der hier schön erstmal wieder einen rauszieht. Oh, shit. Vielen Dank für dein geschenktes Sub. Wir haben jetzt durchgehend mehr Zuschauer bekommen. 154 haben wir jetzt. Vom Anfang bis jetzt haben wir immer mehr Zuschauer bekommen. Obwohl ich so lange Pause mache. Aber jetzt ist erstmal Ritze mit Pause. Weil jetzt schläft meine Freundin. Und alle anderen Frauen sind auch nicht mehr hier, Bruder. Kann man den nicht irgendwie kaputt schlagen? So, wir probieren es einfach nochmal. Und Sister Abigail! Und wieder gewonnen. Toll. Klar gibt es einen Kickoff bei Crown Jewel. Ehrlich? Das gab es aber letztes Jahr nicht. Weiter geht's mit Papa Chango. Ist gerade den Namen der berühmtesten Serienfilmkatze falsch geschrieben? Kenn ich nicht. And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. So, jetzt haben wir hier so einen Besen. Das ist der Nimbus 2000, Junge. Der zieht aber richtig zwiebelig hier durch die Gegend, ey. Der trifft nicht mal, so krass ist der. That connected. I think that was harder than the first time, Cole. Oh, again. Ich will den weiterhin in die Eier schlagen. Oh, he's really taking it to him. Man, this is not good at all. Oh, what impact. Immer feste drauf. Immer feste. Guck mal, das Ding mal jetzt als perfect. Oh, look at the Nino, man, that hurts. Guck mal, er hat mir noch. Nein, Alter. Sister Abigail. Alter, dankeschön. Probiert euch, hau einen Zehner raus. Zockst am Sonntag die Call of Duty Kampagne. Alter, oh, Mandible Claw, Mandible Claw. Forget about it. Good night. Okay. Das war's. Alter, Prometheus, vielen, vielen Dank für deinen Zehner. Richtig geiler Typ. Neuer Champion auf jeden Fall am Start. Aber da kam jetzt nicht diese Anzeige, dass wir einen neuen Champion haben. Oh. Von daher, keine Ahnung, was da los ist, aber dankeschön auf jeden Fall. Am Sonntag die Call of Duty Kampagne, ja. Ich habe mir so überlegt, wir können ja die Kampagne zocken. Wir können einfach die Kampagne zocken. Und danach kann ich ja immer noch online spielen. Also, wenn ich jetzt Call of Duty unbedingt mal weiterspielen muss. Aber das machen wir erstmal so. Oh. Wow, Papa Shango showing that technical side. An impressive series of moves. Looks like nobody's budging, Cole. Ach, leck mich hier mit dem scheiß Besen, ey. Ist sonst noch irgendwas, was man nicht machen kann? Oh, warte. Oh, Sister Abigail! Bray Wyatt got it done. Auf den Kopf, dann geht der Stein kaputt. Wenn der Kopf so hart ist. So, weiter geht's mit Kane. Bray Wyatt has a reputation for being unhinged, but with the emergence of his other self, the Fiend, he has become more twisted and demented than ever before. And then there's Kane, one of the most intimidating opponents you can face in the ring. Anzeige haben, wo man genau sieht, was es hier für verschiedene Aktionen gibt, die denn hier ausgelöst werden. Weil ist das hier ein Tisch normaler oder was? Scheint so, oder? And again, yet another counter. Bis auf den da draufhauen kann ich da nicht viel machen, oder?
Zack. Oh. Oh man, why just dismantling? Crown Jewel fängt auf dem WWE Network, okay. Links, links ist ein Auto. Okay, warte, ich gehe jetzt mal nach ganz rechts. Gucken wir mal, was da los ist. Können wir hier irgendwas machen? Da drauf gehen. Wow. Und. Oh! Das war schon mal nix. So, schön gewürfelt. And now that one's countered. That was impressive, Michael. So, back suplex, tschüss. Back suplex. Können wir hier nochmal drauf gehen. Oder runterspringen. Toll, ganz stark. Weil er nicht schräg springt, sondern nur gerade runter. So, hier sind es noch. Jetzt hier lang. Jetzt hier raus. Of luring superstars to places where the advantage is his alone. Oh, hier liegt was. Bam, Alter. Aber wo geht's hier lang? Nirgends, oder? Kann ich den irgendwo da packen? Was bin ich auch nichts? Ich glaube aber mein Finisher würde schon reichen, oder? Ich will mir jetzt noch das Auto, obwohl wir haben ja noch zwei Matches. Toll. Hier prügeln sich zwei Leute mit einer Maske auf dem Friedhof. Können wir mal die Polizei rufen? Oh yeah, Tombstone. So, tschüss. Nein! And it's reversed. So. Bray Wyatt may get this. Oh, Mandible Claw! Mandible Claw! Oh my god! He's dead! Bray Wyatt wins! Schön! Wieso wird bei mir empfohlene Kanäle eigentlich Monto angezeigt? Monte weiß, meinst du wahrscheinlich, weil er der größte in Deutschland ist? Call of Duty, ja, das kann auch sein. Das wird auch mal angezeigt, wenn ihr viel ein Spiel guckt und das wird dann woanders gestreamt, dann wird der Streamer dann auch manchmal angezeigt. Also, bei dir geht's mit Sting in einem Brawl. Panzer rein. Oder irgendwo anders, der gerade geht. Oh mein Gott. Ist das die Zitadelle der Zeit? Das wäre mal krass. Oh, guck mal, ich hab sogar schon einen Signature. Their opponent tonight truly is. Okay, hier ist wirklich noch ein Auto. I don't know how much of Bray Wyatt is still left inside. Aber was hier natürlich auch ist, ist eine überragende Kameraführung. Die ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also da haben sie sich wirklich lange was überlegt, wie sie das am besten machen. Zack. So ist Ding, mein Freund. Das gibt's schon mal für dich hier schön. Sister Abigail! Delivered by Bray Wyatt. You know, Sting is something of an enigma. His reactions hit by the mask of his face paint. Oh, ich kann auf die Karre gehen. Oh. Aber er stellt sich ja bloß an. Ich kann da nicht mit den Leuten. Hallo? So, komm her. Byron, you're not intimidated by a guy who hangs out in the arena rafters, whose best friend is a baseball bat? Oh, I am absolutely intimidated, Corey. My advice was for jetzt geht er wieder runter, na toll. Danke, Sting, für diese wunderbare Sequenz jetzt hier. Oh. Hip drop. Okay, alles also für den Arsch. Neckbreaker. Neckbreaker. Back elbow. Did you see that? That's a good way to make the right fist.
Und Fireman's Carry Takedown. Und, Mandible Claw ausgewichen. Mit einem großartigen Schritt zur Seite. Sting is in position. Was? Was? Wegen dem Tritt? Ach du Scheiße, Alter. Das war's doch mal wieder komplett. Ey, das war natürlich auch super, ey. Geil. Einfach geil. Einfach komplett geil. Warte mal. Es wird Werbung vor dem Stream gezeigt. Okay, irgendwas wurde gerade eingeblendet. Some call him the Vigilante, but everybody calls him Dangerous. Sting is on the move. Okay, kann ich gar nicht weiter lang gehen. Bray Wyatt, who has transformed into something so evil, so twisted, it's I don't even know what to say. I actually do. I think the phrase you're searching for, Byron, is it's a Cesaro. So. Und dann greifen wir mal in die Fresse. Das Bein gebrochen, mindestens. Also das war, ich glaube, da ist bestimmt 20 Sehnen sind da gleichzeitig gerissen. Neutralize the shoulder, and that move may become too demanding for him to execute. Even then, Corey, you still have to factor in the Stinger splash. Sting is far from a one-trick pony. Oh, von hinten, anal. Das kann ich ja machen. Every limb the man has and hope for the best. Schade, er hat so schön da dran gelehnt. Da dachte ich, das funktioniert sehr gut. Oh, ja. Oh. Jetzt nehme ich dich richtig hart ran, mein Freund. Oh. So würde ich mich auf jeden Fall fühlen, wenn eine Frau sagt, komm, nimm mich anal auf meinem Auto. Da würde ich mich auch so davor nehmen. Oh shit. Scheiße. Mein Signature ausführen können und wir wissen, dass wenn Sting erstmal mir gegen das Bein tritt, dann ist Ende. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Kann ich diese ganzen Fähigkeiten nutzen? Nee, kann ich natürlich nicht. Oh, noch ein Atomic Drop. Oh nein, jetzt haut er seinen Finisher raus. Jetzt haut das raus. Oder auch nicht. Oh, nochmal. Und ich kann mir noch nichts machen. Kann nichts machen. Der wird jetzt wieder gewinnen. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt geklappt hat. Tja. Oh, jetzt liegt hier noch irgendwas. Oh, eine Schippe. Ein Spaten. Oh nein, er hat ihn. Hilfe. Das Buch muss mich retten. Nein. Oh. In dem Spaten ist ja so ein komischer Ding. Neither one of them are willing to give an inch here. So. Und Ritzer. Zack. Kein Problem. So. Und eins haben wir noch. Mit dem Undertaker. Na gut. Ist doch mal eine Aussage. And Bray Wyatt, the latest in a long line of WWE royalty, looks to cement. Ich hab so eine Angst. Oder auch nicht. Er hat drei Finisher. Von Anfang an. Er hat immer drei Finisher. Stark. Mandible Claw. This one's over. Many WWE superstars in the locker room today grew up watching The Undertaker's big matches. Does knowing your opponent that well provide an edge? I think it does, Byron. Pros study each other's tape to look for weaknesses they can capitalize on. The issue is I'm not sure the Phenom has any weaknesses. Well, you can watch highlights all night. Und jetzt. Oh. Alter, auf dem Buch gelandet. Vani, danke für deine 10 Leute vom Raid. Das ist immer die beste. Alter, ey, danke dir. Raid. Alle eskalieren komplett, ey. Voll geil. Dankeschön.
Schrödinger Heldings. Oh, schöner Name. Ich hab schon mal gesagt, oder? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren Raid. Dankeschön, Vanni. Hast du jetzt eigentlich... Stefan, Alter, danke für deinen 1,11 Euro. Er ist wieder da. Vanni, hast du jetzt eigentlich im Joker Make-up gestreamt? Hast du dich bepinselt? Dein wunderschönes Gesicht angemalt? Ist das Buch, was da liegt? Da schmeiß ich jetzt drauf. Oh, schade, das hätte jetzt gar nicht klicken können. Oh, shit. Das ist natürlich auch scheiße. Ich kann jetzt nicht kontern, egal ob ich jetzt Konterbalken habe oder nicht. Na toll. Also ich glaube, er gewinnt jetzt. More punishment to his head. And the effects of assaults like this have a way of adding up in a hurry. Okay. Ah! Gekontert. Und Yurinagi! Aber kann ich das Buch kann ich nicht nehmen. Das ist hier schön festgeglitscht. Naja, danke schön. Oh, T-Bone! Super! Okay, das war ein Explode, ja, richtig. Und Cicero Regale! Alter, der ist immer noch nicht down. Warum nicht? Warum ist der noch nicht down? Los, Undertaker, mach's gut. Und Mandible Claw! Er ist immer noch nicht down. Doch, jetzt. Das war's. Welchen Modus zockst du gerade? Das ist das CSC. So. Und ich habe jetzt The Fiend freigeschaltet. Bray Wyatt ist da, Freunde. Das ist eine Untersetzung da, die ist. Oh, scheiße, jetzt bin ich auch so sehen, als zu weit gegangen. Hoppala. So. Nee, wir haben zu viele dagegen gestimmt. Aber Donnerstag verkleide ich mich als Joker und poste es dann. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wieso stimmen die denn dagegen? Was ist denn da los? Gibt's doch wohl auch nicht. So, okay, ich habe jetzt alles freigeschaltet. Auf jeden Fall Bray Wyatt. Jetzt habe ich hier noch die nächsten Dinger. Jetzt kann ich hier noch Sheamus und so freischalten. Naja, jetzt haben wir hier noch. Wow, cool. Klamotten von irgendwas und so. Eben auch noch ein paar Twisted Nikki Cross Dinger. Naja. Ich werde es weitermachen, aber nicht mehr heute. Wir haben noch morgen ein Match mit dem Dings. Gucken wir mal die Community-Inhalte an, die natürlich immer noch scheiße sind. Aber trotzdem laden die Leute ja ihren Müll hoch. Die wissen alle, es ist komplett scheiße. 172 Seiten. Trotzdem laden sie es hoch. Hier hat einer Hardy-Bilder hochgeladen. Wie hat er das gemacht? Das war wahrscheinlich der einzige, der funktioniert hat. Warum Undertaker? Okay. Matt Riddle. Ja, kenne ich auch so. So habe ich noch im Kopf. SmackDown Arenen. Raw Arenen. Muscle Champa Street Fight. Okay. So habe ich ihn jetzt nicht krass in Erinnerung. Aber gut, ich kenne auch nicht alles. Oh, das sieht cool aus mit dem Dream Shirt. Gucken wir mal meiste Donuts jetzt. Oh, die Raw und die SmackDown Arena. Die Raw Arena auch ganz billig nachgebaut. Aber was willst du machen ohne Logo? Ist immer noch scheiße, es ist immer noch scheiße, ey. Naja. CM Punk! Naja. Guck mal, der hat sich doch ein bisschen Mühe gegeben hier. Alles selbst in diesem komischen Creator-Modus rausgehauen, Alter. Das ist. Also, da muss ich sagen, das gibt auf jeden Fall Props für die Arbeit, die dahinter steckt. Oh, hier ist ein Walter gleich. Ja. Na gut, toll. Ein Jericho. Also, dafür, dass es quasi noch nichts gibt, um wirklich zu arbeiten, ist das schon mal nicht so schlecht. Matt Jackson,
Mick Jackson, John Moxley. Also, gibt schlechtere. Pentagon Junior. Aber die strengen sich echt gut an. Also, mir gefällt das mal wieder. Die Leute sind echt. Die sind krass. HLE sehen. Weiß jemand, ob die irgendwo noch aktiv ist? Nee, nee. Die hat zuletzt erst ein Buch geschrieben. Tyson Fury, hier ist er. Kein Problem, Leute. Tyson Fury ist da, würde ich sagen. Guck mal, den laden wir uns doch gleich runter für morgen. Für übermorgen. Ist halt aus der Not gedrungen, so ein bisschen, aber es funktioniert. Wird, wenn man einen runtergeladen hat, immer wieder auf die erste Seite gesetzt. Das ist auch schon wieder ein Bug, ey. Ein Pack? Ist auch nicht so scheiße. Ja, ha, geht. Geht! Dafür, dass sie alle die Gesichter nicht nehmen können, ist das schon nicht so schlecht. Phoenix, okay. Auch wieder eine Raw Arena. Aktuelle Klamotten von Nikki Cross. Noch ein Punk. Orange Cassidy. Naja. Ich finde es lustig, dass sie es versuchen. Hier noch ein Saboku, auch schön. Maria. Aber mit dem Phoenix kann man auf jeden Fall auch arbeiten, theoretisch, ne? Guck mal, also, ne, Tattoos und so passt alles nicht, aber Thanos, Trump, der muss natürlich sein, das ist ja ganz klar. Ich find's irgendwie lustig. Oh, ja, Alter. Scott Steiner ist am Start, Luchasaurus ist am Start, Jungle Boy, Cody Rhodes. Was ist hier der Unterschied? Okay. Oh, hier ein Green Arrow, auch nice. Alexander Wolf. Also, geht schlechter, würde ich sagen, oder? Das ist natürlich lustig, sind so nicht die aktuellen Klamotten, aber hey. Paul Bearer. Ronald McDonald, für den mal wieder Zeit. Sean Spears. Was auch immer das hier für eine Aktion ist, aber gut, von mir aus. Okay, andere Klamotten von dem. Also ich sehe schon, die Community ist auf jeden Fall krass dabei, auch wenn noch nichts funktioniert. Also dafür, dass hier nichts geht, sind die auf jeden Fall schon mal gut am Arbeiten. Hier Cody Rhodes. da müsst ihr euch mal überlegen, was hier möglich ist, wenn das alles funktioniert. Ey. Die sind so krass, die Jungs. Das ist echt nice. Okay, Raw. Ich find's gut. Big Baby, ja, ja. Fass dich immer. Krass. Krasse Sache auf jeden Fall. Da arbeiten die hier nochmal richtig an raus. Hier nochmal The Fiend. Fire and Desire, Manny Rose. Die dunklen Klamotten von Dings könnten eigentlich. Oh ja, Alter, wer hat denn hier schon wieder Langeweile? Aber die dunklen Klamotten von. Nicht schlecht. Von Kairi Sane und so weiter, von heute Nacht, die sind eigentlich auch möglich. Page. Hier, guck mal, hier ist auch ein. Achso, den Zinkara hatte ich schon. Ja, den habe ich schon runtergeladen. Der ist echt cool. Die beiden Versionen von Sincara, die solltet ihr euch wirklich runterladen. Der neue Sincara oder die Version alt, neu, wie auch immer, ist echt wirklich cool. Was haben wir hier noch? Oh, cool. Das ist auch geil. Okay, also die sind hier schon ordentlich am Arbeiten. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Also generell die arbeiten und du kannst damit arbeiten. Und ich kann meine Hackfresse immer noch nicht runter. Das war aber gerade ein bisschen lang. Der Ladescreen war ein bisschen länger als sonst. Moment mal. Der war gerade auch sehr lang. Sonst ging das immer schneller. Funktioniert das gerade? Kein Scheiß. Nee, schade. Dass das nicht funktioniert, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und wie mir scheint, scheint es ja auch
2K ein absolutes Rätsel zu sein, weil sie keinen Plan haben, wie sie das fixen können. So. Was koche ich denn jetzt? Vor Wut natürlich. Wie können manche schon Bilder hochladen? Es gibt nur zwei oder so. Und es ist einfach. Es waren wahrscheinlich gleich die ersten, dann hat es nicht mehr funktioniert. Mal fragen, ob es was zu Seamus gibt wegen Comeback. Nee, leider nicht. Also, die Sache mit Seamus ist auch wieder komplett dumm, ey. Seamus ist da. Der ist da. Der kann. Aber wird nicht eingesetzt. Weil darum. Gibt keine Erklärung dafür. Ist einfach so. Ach ja. AFK, jo, auch rein. Warte mal. Ich mach mal gleich hier Superstars bearbeiten und mach mal gleich meinen Sin Cara. Dann nehme ich doch mal gleich. Guck mal, der ist doch scheiße, der Sin Cara. Nehme ich mal gleich hier meine Azul-Kleidung. Überall bitte speichern. Wieso wird er hier nicht eingesetzt? Wieso wird hier kein Bild von dem eingesetzt? Das ist doch auch schon wieder scheiße. Wenn ich jetzt auf Sin Cara gehe. Geht auch nicht. Na toll. Ich würde hier gern das Bild hier oder so dafür nehmen. Aber geht nicht. Na danke. Also auch wieder ein Bug gefunden. Naja, was willst du machen? So, okay, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem kleinen spontanen Livestream. Ich weiß, es ist natürlich dumm, wenn man eigentlich recht gute Zuschauer hat, wieder auf Air zu gehen und so. Ich kann ja mal kurz Call of Duty reinschmeißen, eine Runde spielen, dann sind alle wieder weg, obwohl ich so gut bin. Aber ich würde sagen, ich hau mich jetzt nicht hin, aber ich will mir auf jeden Fall noch einen Film angucken. Die letzten Tage waren einfach mal wieder so viel Stress, ich kam zu nix. Und jetzt will ich mir auf jeden Fall nochmal einen Film geben. Schönen Film. Kann man machen. Gut. Okay. Dann ist der nächste Livestream, und das ist jetzt eigentlich das eigentlich Wichtige, Donnerstag um 14 Uhr. Und da werden wir Crown Jewel spielen und gucken. Zusammen. Also das wird schon mal sehr, sehr geil. Game ist nur eine Beta, ja, stimmt. Also kommt auf jeden Fall am Donnerstag wieder. Guck die Arrow Staffel 7 an. Alter, ey, ich hänge so krass hinterher mit allem. Ja. Also, dann machen wir das. Donnerstag, 14 Uhr bis 0 Uhr wahrscheinlich. Das ist schon fast ein 12-Stunden-Stream. Also, 10-Stunden-Stream am Donnerstag kriegen wir hin. Und dann machen wir am Sonntag die Call of Duty-Kampagne, die es wohl echt in sich hat. Mal schauen, ob da ein oder andere Tränchen hier rausgedrückt werden. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns übermorgen. Vielen Dank, Freunde, fürs Einschalten. Vielen Dank an unsere Supporter hier, Prometheus und Legends Don't Die. Sehr nice. Trotzdem bei so einem kleinen spontanen Stream ein bisschen was springen lassen. Das geht immer. Stefan hat auch noch 1,11 Euro gespendet. Also von daher ist das schon mal nice. Wir sehen uns dann. Macht nicht mehr so dolle. Schlaft schön. Haut rein. Danke, Vanni, für den Raid. Und haut rein. Tschüssi.